Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 5. Der Danny spielt das hier auf dem PC. Ja, wir befinden uns auf der Strecke Salzburg-Rosenheim und dank Train Simplay habe ich einen neuen Mod entdeckt und ja, den werde ich euch heute vorstellen. Ein neues Enchantment-Pack für die Strecke Rosenheim-Salzburg und wir werden heute mit diesem Triebwagen eine kleine Fahrplanfahrt machen und ja. Ich werde euch gleich mal zeigen, was noch alles dazugekommen ist. Da dürft ihr mal gerne eure Lauscher aufsperren. Und ich würde sagen, wir beginnen damit. Und zwar werden wir mal kurz hier rausfliegen und uns mal hier unten hinbegeben. Und dann werdet ihr gleich was hören. Hoffe ich. Es müsste gleich soweit sein. Natürlich jetzt der Vorführeffekt. Also gerade in der Probe war es. Jetzt, da hört ihr es. Liebe Fahrgäste, die Gewerkschaft wieder streikt heute von Mitternacht 24 Uhr. Auf diesem Grund fahren österreichweiten keine Züge. Wir bitten um Entschuldigung. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet auf www.atemnitz.at. Ja, da habt ihr es gehört und ich habe jetzt die falschen Türen geöffnet. Dear passengers, the railway union driver is on strike today from midnight to midnight o'clock. Therefore, no trains run throughout Austria. We apologize for any inconvenience. Current information can be found on lineweb.at and in Scotty. Ja, da habt ihr es gehört. Ansagen, das ist natürlich richtig gut. So, Türen und Riegeln. Das ist natürlich jetzt ein bisschen spät alles, aber ich wollte euch auf jeden Fall die Ansagen zeigen. Genau. So. Wir fahren nämlich heute eine kleine Fahrplanfahrt mit diesem Zug hier. So, das geht anscheinend nicht dunkel. Gut, dann lassen wir das. Die Zugsicherungssysteme noch dazu schalten. So, Türen verriegeln. Die Lichter müssen wir auf jeden Fall noch einstellen. Und zwar auf weiß. So, dann würde ich sagen, los geht's. Also eigentlich müsste ja hier auch von dem ganzen, von der ganzen Szenerie alles ein bisschen anders sein. Da hört ihr schon wieder eine Ansage. Bahnsteig 3 bis D. Railjet Express 1261 nach Flughafen Wien über Zell am See, Schwarzach, St. Veit und Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor D. Ja, ob die Ansagen jetzt hundertprozentig mit den Zügen, die hier einfahren, wirklich Attention, übereinstimmen, please. das ist natürlich die nächste Frage. Aber ich finde es generell schön, dass hier so 1261 International random Airport Ansagen 61, einlaufen, einfahren. Schwarzach, St. Veit and Salzburg Habe ich doch, oder Hauptbahnhof nicht? arriving at Platform 3B to D. The First Class and the Business Class are located in Section D. Ich hab doch den Fahrtrichtungswender. Hä? Der Hauptschalter? Wo ist denn? Sandsteuer? Bin ich jetzt blöde Eine oder? Information für Schirmwischer? S-Bahn 964 nach München Hauptbahnhof, Abfahrtszeit 12:39 Uhr. Dieser Zug fällt heute zwischen Salzburg Hauptbahnhof und München Hauptbahnhof aus. Wir bitten um Entschuldigung. Hä, wo ist denn jetzt hier der Hauptschalter? Hä? Attention, please. S-Bahn 964 to München Hauptbahnhof,
Scheduled departure time 12:39 will not run between Salzburg Hauptbahnhof and München Hauptbahnhof today. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo hier der Richtschaltschalter ist. Das gibt's doch jetzt gerade nicht, oder? Schauen wir mal zu Fahrplan, Fahrplan. Das gibt's doch jetzt nicht. Bahnsteig 2 A bis C. Oh Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wo ist denn jetzt hier der Richtungsfahrschalter? Dieser Zug endet hier. Attention please. Westbahn 964 from Wien Westbahnhof is arriving at Platform 2 A to C. This train will terminate here. So. Mann, 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 ich bin zu lange nicht mehr gefahren. Das gibt's doch gar nicht. Du sollst die Türen verriegeln. Natürlich viel zu spät, aber es geht jetzt erstmal nicht um die Pünktlichkeit, sondern ich wollte euch einfach mal den ganzen Mod vorstellen und ob wir da jetzt pünktlich sind, das ist jetzt mal eine andere Frage. Aber ich wusste nicht mehr, wo hier der Haupt der Richtungsfahrschalter ist. Das gibt's nicht. Eine Information zum EuroCT 164 nach Zürich. So, wir können eigentlich schon wieder was wegnehmen. Wir sind jetzt gleich schon da. In Salzburg-Mölln. Also ich finde, die Mod hat was. Das hat auch die Szenerie komplett ist auch anders, finde ich. Aber vor allem das mit den Ansagen finde ich wirklich wunderschön. So, da müssen wir mal ein bisschen... Vorne ist schon unser erster Halt. Das ist natürlich um einiges zu spät hier, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Platin-Medaille werden wir wahrscheinlich nicht erhalten. Das ist jetzt auch erstmal zweitrangig. Und so wie ich das bei Train Sim Play verstanden habe, wird an der Mod wohl noch weitergearbeitet. Also es wird daran noch einiges perfektioniert. Wir fahren heute übrigens über Salzburg-Mölln, Salzburg-Eickhäufel, Salzburg-Taxam und Freilassing um 9.23 Uhr soll das schon sein eigentlich. Heute natürlich ein wenig verspätet. Aber sei es drum. Dann nehmen wir das heute mal in Kauf. Aber das mit den Bahnhofsansagen, das finde ich wirklich eine wunderschöne Sache. Also das hört sich auch sehr authentisch an, auch mit der leicht schweizerischen, mit dem leicht schweizerischen Akzent. Also wirklich wunderschön, muss man wirklich so sagen. So, der nächste Halt ist dann auch schon gleich erreicht, 500 Meter. So, braucht man gar nicht weiter aufschalten. Direkt schon anfangen zu bremsen.
So, dann schauen wir mal, ob wir diesmal ein bisschen gezielter bremsen hier. Gezielter stehen bleiben. Sieht aber relativ gut aus. So, öffnen links die Türen. So. Wunderschön mit den Bergen im Hintergrund. Ich finde, das ist auch eine wunderschöne Strecke, muss man wirklich sagen. Ich habe ja letztens eine Umfrage gemacht in der Community, auf was ihr euch am meisten freut in der nächsten Roadmap. Die Mehrheit ist dafür die BR-232 Ludmilla, dicht gefolgt von der Ludwigsbahn. Ich habe dort die Türen verriegelt, oder nicht? Dicht gefolgt von der Ludwigsbahn. Warum ich verriegelst du jetzt die Tür nicht? Jetzt will ich das mal erzählen. Was doch jetzt? Irgendwas war doch da nicht richtig so. Also das wundert mich. Ich hätte jetzt wirklich mehr so auf die neue Strecke getippt, aber... Also ihr seid wirklich mehr so hinter Informationen her, die sich auf die BR-232 Ludmilla beziehen. Also ich bin wirklich gespannt, was jetzt in der nächsten Roadmap drin steht. Ob wir da schon irgendwie schlauer werden, wann es wann gibt, wann was released werden soll, wie weit die Entwickler sind und so weiter. Also da bin ich wirklich richtig gespannt. Schauen wir mal, würde ich sagen. Warten es ab. Ach. So. Die Leistung schon wieder wegnehmen. Leicht bremsen. Was sieht man? Schicker Güterzug. Sehr, sehr schön. So, wir sind nach wie vor natürlich verspätet. Das wird sich jetzt auch nicht mehr beheben lassen. Dafür ist der Fahrplan einfach zu kurz und die Geschwindigkeiten zu gering, als dass wir hier noch groß was aufholen können. Aber naja, sei es drum, wie gesagt, es geht mir jetzt vorrangig um den Mod. Oder um die Mod. Genau. Da ist es jetzt erstmal egal, dass wir jetzt hier leicht verspätet ankommen. So, öffnen wir links die Türen. Und dann haben wir nur noch Freilassing vor uns. Das ist jetzt auch nicht so weit. Also wie gesagt, ein kurzer Fahrplan. Mit der ÖBB 4024, die ihr Ursprungsziel in Bad Reichenhall hat. Wie ihr seht, für uns endet die Fahrt in Freilassing. Dort wird dann ein anderes Zugpersonal den Zug dann weiterfahren bis Bad Reichenhall. Also wie gesagt, das mit den Ansagen finde ich wirklich eine sehr schöne Sache. Das hat der Modder sich wirklich sehr schön einfallen lassen, muss ich wirklich sagen. So, nächster Halt, Freilassing. So, wir haben eine Beeinflussung. Geschwindigkeitsüberschreitung bzw. Höchstgeschwindigkeit unter 85. Beziehungsweise 85 ist die Höchstgeschwindigkeit, die wir nicht überschreiten sollten. Dann werden wir das auch nicht tun. Und natürlich die Sichtfahrt drücken. Ja gut, bis 80 können wir ja auch
Können wir ja beschleunigen. Das sollte kein Problem sein. Können wir uns jetzt befreien, weil wir gleich wahrscheinlich am nächsten Hauptsignal wieder quittieren dürfen. Weil wir 40 zu erwarten haben und das bedeutet in der Regel, dass wir gleich quittieren dürfen. Und zwar in diesem hier. Das heißt, wir werden jetzt auch langsamer. Werden die wahrscheinlich Gleiswechsel haben, deswegen auch die 40. Würde ich jetzt mal stark annehmen. Anders begeben sich oder erschließen sich mir die 40 km/h nicht. Ja, wir werden hier einen Gleiswechsel haben. Genau. Deswegen. Ach, seht mal, schicken Flieger. Ich wollte schon sagen, was ist doch hier? Motorengeräusch zu hören. Ach, sehr schön, ab in die Sonne. Ja, wäre schön jetzt. Der Kälte entfliehen, das wäre schon nice. Aber, naja, so ist es halt. So, wir haben rotes Hauptsignal. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr groß beschleunigen. Zu spät sind wir eh. Das sind jetzt noch guten Kilometer, brauchen wir jetzt nicht mehr noch großartig beschleunigen, würde ich sagen, bleiben wir einfach bei 40, da kann uns nichts passieren. 500 Hertz magnetmäßig, ich glaube, da sind wir auf der sicheren Seite. Genau. Und dann fahren wir langsam in Freilassing ein. Mit unserer RB, ne gar nicht, S3, von Golling ab Tennau nach Bad Reichenhall, S3 5853, das ist heute unser Zug. Fliegt noch ein Flieger. Da seht ihr ihn. So, nächster Halt, Freilassing. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts würde ich jetzt mal tippen. Oder links. Es kann sein, dass der links ist. Ich würde aber fast sagen rechts. Ja, rechts. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt keinen Strom mehr, da wir eh hier anhalten. War da gerade irgendwo eine Schutzstrecke, deswegen haben wir jetzt den Hauptschalter aus. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so relevant. Wir rollen ja einfach auf Ziel zu und dann ist uns die Reise eh beendet. Wir können den Hauptschalter gleich für den Kollegen wieder anmachen, das ist jetzt nicht das Problem. Nicht, dass der sich gleich wundert. Machen wir mal mit dem Hauptschalter wieder an. So. Damit hätten wir das. Da kann der Kollege hier gleich weitermachen. Für uns endet die Fahrt hier in Freilassing. Das war die kleine Fahrt mit unserer S3 von Salzburg nach Freilassing. Mit dem neuen Mod von der Seite www.trainsimcommunity.de. Für nähere Informationen klickt doch gerne bei @trainsimplay vorbei. Der hat das ein wenig ausführlicher gemacht, glaube ich. Aber das mit den Ansagen am Salzburger Hauptbahnhof finde ich schon echt sehr, 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 sehr nice. Das haben sie wirklich gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Ach, guck mal, wir sind unpünktlich an jedem Bahnhof erschienen, aber bekommen trotzdem Platin. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Dann hat sich das doch wenigstens gelohnt.
Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Videobeschreibung. Ihr kennt das, damit ihr dann auch sofort wisst, wo ihr den Mod findet. Ja. Wir können dann noch mal ganz kurz zu Fuß auf die Strecke gehen. Vielleicht haben wir dann noch ein bisschen mehr an Ansagen. Natürlich Salzburg, sonst macht es keinen Sinn. Salzburg Hauptbahnhof, genau, gehen wir da mal hin. Und da können wir uns ja mal so ein bisschen umhören, da was da noch an Ansagen zu hören sind. Wie gesagt, ob die Ansagen mit den Zügen, die dort tatsächlich einfahren, übereinstimmt, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es generell schön, solche Bahnhofsansagen zu hören im TSW. Das ist ja jetzt auch nicht so üblich, dass es hier Ansagen gibt. Dementsprechend finde ich das schon wirklich sehr schön. Wir können uns ja auch mal so ein bisschen die Szenerie hier anschauen. Wie gesagt, ich kann euch ja gleich noch kurz im Hauptmenü was zeigen. Das hätte ich nämlich fast vergessen. Da müsst ihr noch was Bestimmtes anklicken, damit ihr den Mod auch hören und sehen könnt. Genau. Das müsst ihr nämlich anklicken. Sonst seht ihr da gar nichts. Genau. Wäre schön, wenn jetzt mal eine Ansage kommen würde, aber das dauert immer einen kleinen Moment. Da, jetzt haben wir's. Bahnsteig 3, BSD. Railjet Express 1261 nach Flughafen Wien über Zell am See, Schwarzach, St. Veit und Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor D. So, hier unten schallt das Ganze ein bisschen mehr, finde ich. Wenn man hier hoch geht, dann wird das weniger. Railjet Express 1261 to Vienna International Airport via Zell am See, Schwarzach, St. Veit and Salzburg Hauptbahnhof is arriving at Platform 3B to D. The first class and the business class are located in Section D. Ja, ob der jetzt wirklich hier einfährt, ist eine ganz andere Frage. Wie gesagt, das weiß man nicht so genau, auch ob das jetzt hier stimmt. Da kann man das ja so ein bisschen nachkontrollieren. RE, EC 11, 111 nach Klagenfurt, also an Gleis 3 fällt hier erstmal gar nichts ein. Wenn das stimmt, hier heißt das. Die Anzeige, das ist nur wiederum die nächste Frage. Aber ihr seht, an Gleis 3 fällt hier gerade mal gar nichts ein. Von daher, die Ansagen sind mit Sicherheit nicht auf die Züge bezogen, die sie wirklich einfahren und die hier an dem Bahnsteigen stehen. Aber ich finde sie dennoch schön. Also die haben was, finde ich. Das bringt gleich eine ganz andere Atmosphäre, finde ich. Bahnsteig 2. Regionalexpress nach Wörgl Hauptbahnhof über Zell am See fährt ein. Dieser Zug wird hier geteilt. Der hintere Zugteil endet hier. Ja, wie gesagt, wir können jetzt streiten, ob hier an Gleis 2 wirklich was einfährt. Ich denke eher nicht, dass hier in nächster Zeit was einfällt, weil hier auch keine Anzeige vorhanden ist. Dementsprechend, wie gesagt, ob das alles stimmt mit den Ansagen, das ist die nächste Frage. Aber ich finde, wie gesagt, es hört sich wunderschön an. Das ist die Hauptsache, finde ich. Das bringt eine ganz andere Atmosphäre an so einem großen Bahnhof wie Salzburg. Genau. Da oben sind auch noch Anzeigen und es werden dieselben sein wie oben schon. Mit Sicherheit, genau. Also da ist nichts mehr mit Gleis 2 und Gleis 3. So, wie gesagt, ich kann euch... Liebe Fahrgäste, die Gewerkschaft wieder streikt heute von Mitternacht 24 Uhr. Auf diesem Grund fahren österreichweit und keine Züge. Wir bitten um Entschuldigung. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet auf www.atelinskorti. Auch da haben wir so einen Erste-Hilfe-Kasten hingegangen. Ist doch auch mal schön. Ja, so viel dazu. Dann werde ich euch noch ganz kurz im Menü was zeigen, was ihr unbedingt beachten müsst, sonst funktioniert der Mod nämlich nicht oder die Mod. Der Mod, wie ihr auch immer. Das müsst ihr nämlich anklicken. Sonst habt ihr da steht denn, fragt ihr euch nämlich, warum das nicht funktioniert. Und zwar, ihr geht auf Live,
geht dann auf Meisterschaftsbelohnungen und da müsst ihr diese beiden Sachen angeklickt haben. Also die müssen hier diesen grünen Haken haben. Ihr seht ja, das sind die ganzen Belohnungen, die ihr euch ja freischalten könnt, wenn ihr diese Meisterschaftsherausforderung meistert, abschließt. Dann findet ihr unter anderem hier diese Dampflok in Prien, die dann dort steht. So eine Baustelle, Volksfest in Hamburg. Also Main-Spessart-Bahn-Baustelle heißt das in der MSB. Hier ist dieses mit dem Riesenrad und die Kirmes da in Hamburg-Lübeck. Wenn ihr in Lübeck einfahrt oder in Hamburg. Bremer Skulpturenpark unter anderem dann hier für die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg die Heißluftballons im Trainingszentrum habt ihr dann diese Feiertagsdekoration, ist ja für Weihnachten vielleicht ganz interessant, wie ihr dann für nächstes Jahr die Ostereiersuche. Aber das müsst ihr für das Entertainment Pack für die Strecke Salzburg-Rosenheim auf jeden Fall aktiviert haben. Und zwar einmal diesen Salzburg-Rosenheim 2024 Update-Pack und einmal diese Szenerie, also damit unten halt die Szenerie ein bisschen anders ist und so weiter. Und damit ihr die Ansagen und so weiter hört, dann müsst ihr auf jeden Fall diese beiden Sachen angeklickt haben. Ja, so viel dazu. Ich werde euch auf jeden Fall den Link in die Videobeschreibung packen, damit ihr das sofort findet. Und ja, das war es soweit mit dem Video von mir. Mit dem Mod für die Strecke Salzburg-Rosenheim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Haut rein. Macht's gut. Bye bye und tschüss.